damit hallo zusammen zu einer brandneuen Karriere-Videoreihe aus F1 1998. Eigentlich ist es F1 2020, aber dieses Spiel wurde komplett umgemoddet von Modder Gecky. Unten in der Videobeschreibung findet ihr mehr Details, falls ihr das Ganze auch mal ausprobieren wollt. Wir gehen auf jeden Fall rein in eine neue Videoserie mit 16 Folgen im Ferrari. Ihr habt ja gerade schon die Autopräsentation gesehen des Ferraris von 2000. Dieser Ferrari wird 1998 bis 2000 hier in dieser Karriere benutzt. Also wenn man mehrere Seasons fährt, ab der 2001er Season hat man dann den neuen Ferrari mit drin. Wir schauen uns mal die Teams hier an, die hier auf jeden Fall in dieser Season mitfahren werden. Es sind 10 Teams am Start. Hier auf der rechten Seite seht ihr die eigentlichen Originalnamen der Teams in F1 2020. Die sind hier nicht umgemoddet, deswegen steht hier auch noch McLaren, Renault und so weiter. Und unser Auftrag, liebe Leute, ist es, mit Michael Schumacher zum 8. WM-Titel zu fahren in der Saison 98. Wenn wir es da nicht schaffen, dann vielleicht in einer weiteren Saison in 99. Da hat er ja auch den Titel nicht geschafft. Das heißt, wir werden versuchen, den 8. einzufahren mit dem guten Teamkollegen Eddie Irvine, den wir dann direkt schon mal auswählen als unseren Teamkollegen. Wir werden in dieser Season 16 Rennen fahren. Das ist genau die Anzahl, die damals auch gefahren wurde in 1998. Das ist natürlich der Rennkalender von F1 2020. Deswegen haben wir die ganz alten Strecken nicht dabei und sehr viele moderne Strecken. Ich habe jetzt hier aber mal ein paar rausgeschmissen, die wir nicht fahren werden, wie zum Beispiel Singapur. Russland ist mit Hockenheim mit drin, also anstatt Russland kommt hier Hockenheim dazu. Das ist auch ganz interessant. Und Brasilien werden wir dann als Abschluss fahren, quasi das Finale, Abu Dhabi zum Beispiel auch rausgeschmissen. Das sind unsere 16 Rennen, Leute. Um diese Saison einen ultimativen Kick zu kriegen, werden wir komplett im Cockpit fahren und auf Simulation schauen. Es wird also nicht einfach werden. Und da steht da unser Ferrari für diese Saison 1998. Ein wunderschönes Auto. Und bevor wir gleich ins erste Rennen nach Australien gehen, können wir auch hier in dieser Karriere natürlich Ressourcenpunkte ausgeben, wovon wir schon 3000 haben, um das Auto weiterzuentwickeln, dass wir dann irgendwann mit Mika Häkkinen und Co. ganz vorne mit McLaren und Mercedes mithalten können. Dann schauen wir kurz mal auf den F&E-Baum. Strapazierfähigkeit ist der Ferrari sehr gut, da ist er schon Platz 1, aber bei allen anderen Geschichten, Chassis ist er auch nicht so stark und auch die Aerodynamik, da hinkt es noch ein bisschen. Deswegen werden wir da gleich mal rein investieren. 1000 Punkte in den Frontflügel, das werden wir ausgeben direkt. Dann werden wir direkt noch 1000 Punkte ins Chassis stecken für den zentralen Unterboden, würde ich sagen. Zentralen Unterboden machen wir noch. Wir entwickeln einfach direkt am Start schon mal ordentlich, dass wir da auf jeden Fall vorne mithalten können. Wir schauen jetzt noch kurz auf die Verträge, denn da haben wir auch unseren Teamkollegen Eddie Irvine hier auf der rechten Seite mit Marktwert 8 Millionen, Wertung 98 Punkte, insgesamt richtig starke Fahrer hier in dieser Mod. Wir haben Marktwert 1,5 Millionen als Michael Schumacher hier auf der linken Seite, mit dem wir jetzt gleich in die Karriere starten. Wir haben weitergespult und dann sind wir auch schon ready zum ersten großen Preis von Australien 1998. Los geht's. Wir sitzen in der Zentrale und gegenüber von uns sitzt auch schon Eddie Irvine auf den ganzen Bildschirmen. Da sehen wir auch die Autos von 1998, sehr cool gemacht. Und wir gehen auch direkt rein zum Qualifying-Tag. Rennen soll auch schönes Wetter werden, das heißt kein Regen steht an. Und hier sind wir in Australien. Der alte Kurs mit den alten Curves übrigens zum kurzen Qualifying. Was geht beim ersten Rennen, beim Auftakt mit Ferrari mit der Nummer 3? Das Team lässt uns raus am Kommandostand. Und ab geht's. Ab geht die Fahrt. Aktuell Mika Häkkinen auf der Pole vor David Coulthard. Heinz-Harald Frentzen auf der 3. Und wir gehen jetzt auf den ersten richtigen Versuch. Die erste Runde. Die erste Qualifying Lap in dieser Season. Auf geht's mit dem Ferrari. Auf die alten Curbs des Australien Layouts. Das Auto ist sehr schwer zu fahren. So ein kleines bisschen unberechenbar an der einen oder anderen Stelle. Ist natürlich noch nicht super weiterentwickelt jetzt am Anfang der Saison. Immer wieder so ein paar kleine Quersteher drin. Aber dieser Sound, Leute, den werden wir jetzt öfter hören im Laufe dieser Saison. Vor allem aus dem Cockpit raus klingt der nochmal viel besser hier in der TV-Ansicht. Schöne Runde bis jetzt. Immer sehr vorsichtig auf der Bremse. Nicht zu viel auf die Bremse stehen. Sonst geht es nur noch geradeaus. Aber die Runde war bisher sehr clean. Fisichella, Alexander Wurz. 5 und 6 mit dem Benetton. Nochmal durch die links-rechts durch. Boah, sehr cleane Runde bis jetzt. Ein bisschen zu weit auf den Curb. Also wir müssten schon eine 1,29 fahren auf jeden Fall, um mit den McLaren Mercedes mithalten zu können. Ganz vorsichtig rein in die Kurven.
Ihr seht schon, immer so ein kleines bisschen korrigieren müssen wir, immer so einen kleinen Ticken am Ausgang der Kurven. So, nicht zu schnell reinfahren in die letzten beiden Kurven, aber die sah gut aus, die Runde, die sah sehr gut aus. Für eine allererste Qualifying-Runde. DRS haben wir natürlich nicht, wir fallen zurück auf die 5. Wo bleibt die Zeit stehen? Damon Hill auf der 6, wir gehen auf die 4. Eddie Irvine aktuell auf Position 2. Die zweite Runde im Qualifying hat für P5 gereicht. Fünfter Startplatz ist auch sehr stark eigentlich. Aber schaut euch diese Abstände an. Mika Häkkinen 1,5 Sekunden schneller als wir hier mit Platz 5. Eddie Irvine war sehr stark. Und so können wir jetzt mal ins allererste Rennen reinstarten aus der dritten Startreihe. Wir starten ins Rennen. Und da ist das Intro, meine Damen und Herren, für die Saison 1998, das hier nachgestellt wurde. Gleich wieder so ein bisschen Retro-Feeling hier. Richtig toll, richtig gut. Eddie Irvine wirklich mit einer sehr, sehr guten Runde. Hätte da Mika Häkkinen fast verdrängt. Also die zwei werden wahrscheinlich hier beim ersten Rennen der Saison ums Podium fahren. Wenn Irvine alles aus dem Ferrari rausholt. Wobei der Ferrari wirklich vom Auto her nicht so stark ist, ist er hier in Australien echt gut positioniert. Hier haben wir den Benetton, da steht Alex Wurz und wir haben auf jeden Fall einen roten Renner in der ersten Startreihe. Es ist schon mal gut, aber wir können wahrscheinlich auch recht gut vorfahren. Wie gesagt, der Schaden ist auf Simulation gestellt, also es könnte ein Safety Car und einige Crashs auf jeden Fall geben. Hier ist die Startaufstellung für das erste Rennen der Saison. Da wird sich nichts geändert haben, Strafen gibt es keine für irgendwelche Umbauten. Mika Häkkinen auf der 1 vor Eddie Irvine, David Coulthard, Jacques Villeneuve auf der 4 mit auch einer sehr starken Runde, 1:30.2. Dann Michael Schumacher auf der 5, Heinz-Harald Frentzen, 6. Johnny Herbert, dann Ralf Schumacher, Rubens Barrichello, Fisichella, Magnussen, Jean Alesi, Damon Hill, Alex Wurz in der letzten Startreihe, De La Rosa und Mika Salo. Wir werden Sprit für ganz genau 29 Runden, wenn möglich, hier reinmachen und dann starten wir das Rennen. Das Rennen 1998 in Australien wird eröffnet. Vor uns Villeneuve, hinter uns Frentzen und Herbert und rein geht's. Rauf aufs Gas, bisschen Wheelspin. Frentzen hat einen sehr guten Start, auch Ralf Schumacher. Frentzen geht direkt vorbei, Ralf Schumacher geht vorbei. Wir haben ein kleines bisschen blockierende Reifen hier in die erste Kurve rein. Reifen nicht so richtig gut warm. Und wir haben Safety Car schon. Wir haben schon Safety Car, da hat es den ersten... Oh, das hat gleich zwei rausgekegelt. Gleich zwei Kandidaten schon raus, harter Crash. Wo ist das passiert? Müssen wir vielleicht die Wiederholung dann nochmal anschauen. Hier nochmal die Startphase. Mika Häkkinen von der Pole kommt da ganz gut weg und da haben wir gar keine Traktion hier. Da werden wir direkt zurückgereicht. Hier für Turn 1 Mika Häkkinen, aber auch Eddie Irvine kommt da gut weg. Auch Jacques Villeneuve und da hinten gab es einen riesen Crash da hinten. Nochmal aus der Sicht von dem Sauber, der hier hinter Barrichello in den Windschatten reinfährt. Und er verliert da komplett die Kontrolle, weil er da nicht weiß, wo er da vorbeifahren soll, wo er überholen soll. Und da gibt es einen riesen Massencrash. Und da vorne Alex Wurz dadurch auch ausgeschieden. Hier vor Turn 1 schon. Das Safety Car ist da. Wir folgen Ralf Schumacher hinter dem Safety Car. Haben jetzt natürlich zwei Plätze verloren. Dadurch aber das Feld rückt jetzt ein bisschen zusammen. Eddie Irvine hat den zweiten Platz behaupten können hinter Mika Häkkinen. Dann David Coulthard. Ich denke, da kommen wir wieder ganz gut vor. Auch wenn die Starts hier echt schwierig sind. Also das ist echt eine richtige Challenge, hier ordentlich wegzukommen. Und jetzt geht's gleich rein in die letzten beiden Kurven. Und wir gehen wieder auf Rennspeed. Ralf Schumacher können wir auf jeden Fall überholen im Jordan. Da sollten wir eigentlich das bessere Auto haben. Rein von der Topspeed, rein von der Höchstgeschwindigkeit her. Wir gehen rein. Let's go, weiter geht's. Mika Häkkinen gibt Gas. Wir gehen wieder auf Startziel im Windschatten von Ralf Schumacher. Und was wir da für einen Vorteil haben gegen Ralf Schumacher. Im Windschatten geht's direkt vorbei. Müssen wir ein bisschen aufpassen für Turn 1. Wird eng, es wird eng. Ralf kommt da nochmal zurück. Der eigene Bruder, der da so ein bisschen sich jetzt querstellt. Aber wir sind vorbei. Ralf immer noch nebendran. Müssen wir ein bisschen aufpassen auf der Bremse. Reifen sind noch kalt und wieder Quersteher in die Kurve rein. Und Ralf geht wieder vorbei. Ralf wieder vorbei. Das Brüderduell wird wieder entfacht. Ralf Schumacher wieder vorbei. Also die Kurve war schwierig zum Anbremsen. War auch nicht optimal gemacht jetzt hier. Hätte man ein bisschen später aufbremsen können. Ein bisschen verschalten auch. Es ist wieder ein bisschen anders, wenn man sich jetzt an 7 Gänge gewöhnen muss. Jetzt geht's außen vielleicht nochmal vorbei. Oh, ist das krass hier durch die Kurven durch. Man muss krass mit dem Gas spielen, ein bisschen korrigieren jedes Mal. Und Eddie Irvine hat ein Problem. Eddie Irvine führt. Eddie Irvine hat
Mika Häkkinen überholt, Ralf Schumacher wieder daneben. Jetzt sind wir aber hoffentlich durch. Jetzt müssen wir durch sein, jawohl, wir sind durch. Wir sind jetzt hinter Frenzen und Jacques Villeneuve. Frenzen und Villeneuve aber auch im Duell. Ralf haben wir jetzt, glaube ich, abgehängt. Ja, der sollte da nicht mehr rankommen. Aber was für ein starkes Manöver von Eddie Irvine, der sich mit dem Ferrari gleich die Führung holt. Wir kleben dran an den beiden Williams hinter Frenzen, können jetzt vielleicht auf der langen Geraden schon vorbeigehen. Hier vorsichtig reinbremsen, immer wieder ein kleines bisschen zu spät gebremst. Und Chef sagt, wir haben eine neue Strategie. Wir werden uns aber so ein bisschen anpassen ans Feld. Je nachdem, wann die anderen zum Tankstop kommen, werden wir auch reinfahren. Wir haben ja nur einen Stop zu machen. Boah, hier müssen wir so krass aufpassen. So, und jetzt im Windschatten von Frenzen drehen wir nochmal den Motor auf. Auf Fett und gehen vielleicht innen durch. Es reicht nicht ganz, verbremst uns ein bisschen. Geht's fast ein bisschen zu weit raus. Ralf kommt da nochmal angeschossen. Frenzen verteidigt es nochmal recht clever. Zieht da ein bisschen nach rechts rüber und macht da die Kurve zu. Jetzt nochmal Turn 1 gegen Frenzen. Klappt's dieses Mal. Jawohl, da kommen wir schön raus. Frenzen geht rechts, wir gehen auf die linke Seite rüber, anbremsen für die nächste rechts und da blockiert uns auf der linken Seite, zieht da richtig rüber, aber jetzt macht er den kleinen Dreher nach links, hat da das Auto ein bisschen verloren. In der Rechtskurve hat da die Kurve zugemacht und ist da ein bisschen quer gestanden, da könnten wir auf der rechten Seite vorbeiziehen. Richtig gute Manöver. Wir haben virtuelle Safety Car. Virtuelle Safety Car, ist wieder was passiert und da haben wir wieder einen Ausfall. Wieder ein Fahrer weniger. Jetzt ist die Frage, wer war's? Wer war's denn jetzt hier? Kevin Magnussen war es auf jeden Fall nicht. Ah, hier! Mika Häkkinen wird langsam! Mika Häkkinen! Nur noch 16 Autos. Was passiert hier in diesem ersten Rennen? Mika Häkkinen raus. Der wahrscheinlich größte Konkurrent scheidet direkt aus im ersten Rennen mit dem McLaren Mercedes. Frenzen ist jetzt ein bisschen arg nah rangekommen. Wir haben da ein bisschen das Delta verschlafen jetzt. Obwohl das Delta echt krass hoch war. Obwohl wir relativ viel Gas gegeben haben. Aber Frenzen ist jetzt wieder dran. Dadurch geht es jetzt nochmal einen Platz weiter vor. Nur noch 16 Autos im Feld. Eddie Irvine lässt richtig fliegen aktuell. Fährt dem Feld also richtig davon. Also Coulthard kann da auch gar nichts entgegensetzen. Coulthard auch schon 5 Sekunden weg. Und wir sollen jetzt dann reinkommen für den nächsten Reifensatz. Wir schließen ein kleines bisschen auf zu Villeneuve. 1,7 Sekunden noch. Theoretisch wäre ein dritter Platz drin. Also wenn wir jetzt den Speed beibehalten, jetzt die Runde auf jeden Fall reinkommen. Und nochmal Safety Car. Safety Car nochmal. Nur noch 15 Autos. Hier haben wir Fisichella, der da auf die Kurve zufährt und zu früh einlenkt. Und da bricht direkt die Vorderachse weg. Und da steht er natürlich ganz, ganz unpraktisch hier auf der Strecke und deswegen gibt es das nächste Safety Car. Eddie Irvine ist jetzt an der Box, aber wir gehen jetzt natürlich auch rein. Alle gehen jetzt rein während des Safety Cars. KI sehr clever, macht das jetzt den Boxenstopp während des Safety Cars. Villeneuve vor uns geht auch rein, aber es sieht so aus, wie wenn Coulthard doch weiterfährt. Ich dachte, Coulthard wäre ausgeschieden. Es ist seltsam, was hier passiert. Auf jeden Fall nur noch 15 Fahrer im Feld. Wir müssen echt die Wiederholungen dann anschauen. Perfekt, Ferrari hat gestoppt, beide Autos durch. Und hier nochmal die Wiederholung des Boxenstops, der sehr gut animiert ist. Wunderbar sieht es aus. Ohne Tanken allerdings, also der Tankrüssel war nicht da. Also ist ein bisschen das Problem, dass die F1 2020 Namen hier angezeigt werden. Also wenn jemand ausscheidet, ist ein kleines bisschen blöd. Aber wenn man die Wiederholung dann anschaut, dann weiß man, wer es war. Und wir sind hinter Villeneuve. Coulthard auf der 2. Was macht Irvine an der Spitze? Und weiter geht's. Jetzt geht's wieder weiter. Reifen sind noch kalt. Kommen da gut raus. Gut Grip gefunden. Auch gegen Villeneuve geht's gleich. Vielleicht vorbei wie gegen Ralf Schumacher. Und da haben wir ganz guten Überschuss. Wieder ein bisschen früher bremsen. Villeneuve wieder ganz spät auf der Bremse. Ähnlich wie Ralf Schumacher beim Safety Car zuvor. Aber dieses Mal machen wir es besser. Dieses Mal geht's vorbei. Da machen wir gleich auf der linken Seite zu. Bremsen ab und sind direkt auf der 3. Auf der 3 hinter David Coulthard. Den Williams haben wir uns geschnappt. Villeneuve haben wir und Eddie Irvine fliegt davon. David Coulthard ist der einzige McLaren Mercedes, der jetzt hier Eddie Irvine vom Sieg abhalten kann. Wir haben jetzt aber noch die Hälfte des Rennens vor uns und jetzt sind wir auf Platz 3. Und wenn wir da den Start nochmal dagegen stellen, sind wir jetzt echt sehr gut wieder vorgekommen aktuell.
Und David Coulthard hat Probleme. David Coulthard mit Problemen beim Rausbeschleunigen aus Turn 1 hat er fast das Auto verloren. Hat er fast seinen McLaren Mercedes in die Wand gehauen. Das sah krass aus gerade. Mit den Hinterreifen so richtig geschlittert. Und Eddie Irvine fährt gerade in der eigenen Liga. Hier beim Saisonauftakt. Und es könnte sein, dass natürlich Coulthard auch ein Problem hat. Ähnlich wie Mika Häkkinen. Und dann doch irgendwie das Auto abstellen müsste. Aber aktuell ist hier noch gar nichts klar, wer hier den zweiten oder dritten Platz holt. Denn Jacques Villeneuve, der Konkurrent vom letzten Jahr, ist da auch noch ganz, ganz dicht dran. Das haben wir jetzt natürlich nicht, aber wir haben Windschatten. Windschatten jetzt gegen David Coulthard. Raus aus der Schikane. Links-Rechts-Kombination. Wie kommen wir da durch? Können wir vielleicht doch noch hinter Eddie Irvine auf den zweiten Platz kommen? Ja, nicht gut durchgekommen hier durch die Schikane. Aber Villeneuve, den sollten wir eigentlich safe haben. Wenn wir da halbwegs gut durchs Rennen kommen, dann können wir vielleicht gegen Coulthard noch was anrichten, aber ich denke, dass Eddie Irvine sich das nicht nehmen lässt, hier dieses erste Rennen zu gewinnen. Und das im Ferrari, das wäre krass. Ein Ferrari-Auftakt, der so beginnt. Und wieder Coulthard beim Rausbeschleunigen mit Problemen. Kommt da wieder ein bisschen in die Wiese rein. Der zweite Platz ist immer noch drin. Es sind immerhin noch 9 Runden zu gehen. Villeneuve wird wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen, sofern wir da keinen Fehler mehr einbauen. Ums Podium Villeneuve auch schon 9 Sekunden weg. Und wir greifen weiter an. Weiterhin David Coulthard unter Druck setzen. Wann macht er den Fehler? Wenn er ihn denn macht. Und nochmal Eddie Irvine mit der schnellsten Runde. Was geht bei ihm? Was geht bei Eddie Irvine ab? 10 Sekunden bald schon Vorsprung. Wir sind jetzt in Runde 23. Sind ganz dicht dran am McLaren Mercedes Pilot. Komm schon. Ja, er hatte, glaube ich, auch Probleme mit den Reifen. Ach, schau mal, wie der quer steht. Können wir 1-2 für Ferrari holen? Das wäre krass, wenn wir McLaren-Mercedes direkt verweisen auf die 3. Und da sind wir ganz nah dran am Heck von Coulthard. Aber wir können da nicht ganz Vollgas durchfahren durch die Rechts. Jetzt innen rein. Das ist ein bisschen zu risky, da reinzustechen. Wir müssen für die lange Kurve warten. Und da hat er wieder Probleme beim Rausfahren. Wir können das schaffen. Wir können das gegen einen überlegenen McLaren Mercedes schaffen und wieder virtuelle Safety Car und nochmal ein Ausfall. Es ist der Wahnsinn, wie viele Ausfälle es gibt. Es ist auch krass realistisch eigentlich, weil 1998 war die Zuverlässigkeit halt auch noch nicht so gut. Nach einer längeren Gelbphase geht es jetzt wieder weiter. Runde 25. Immer noch unveränderte Position. Es geht nach wie vor um den zweiten Platz. Wäre natürlich wichtig, viele Punkte direkt zu sammeln, auch für die Konstrukteursmeisterschaft. Wenn hier McLaren Mercedes direkt mit Mika Häkkinen schon mal ausfällt, müssen wir uns das natürlich nutzen, das Ganze hier für uns. So, jetzt nochmal schön rauskommen, schön auf den Curb drauf. Und da sind wir wieder nah dran. Wieder ein bisschen zu viel Gas, wieder ein bisschen quer stehen. Aber hier ist es immer zu risky und David Coulthard verbremst sich. Oh, da haben wir gar nicht mit gerechnet. Er ist richtig auf der Bremse gestanden, Junge. Da hat uns Coulthard natürlich in einen Fehler jetzt reingeritten mit seinem Verbremser, während wir hier an Jos Verstappen vorbeigehen. Die erste Überrundung. Aber es ist schwer. Es ist schwer gegen diesen Coulthard. Jetzt haben wir nur noch 2 Runden. Er ist schwer zu schlagen, der McLaren Mercedes. Wir gehen jetzt gleich rein in die letzte Runde dieses Rennens und Pedro Della Rosa hat einen Motorschaden. Motorschaden bei Pedro Della Rosa und David Coulthard geht da vorbei. Nächste Überrundung und das bringt uns jetzt in eine gute Situation. Denn wir haben jetzt noch eine Runde und vielleicht gibt es noch den einen Angriff. Der DRS ist hier nochmal aktiviert worden, auch wenn es natürlich keine Auswirkung hat hier auf David Coulthard. Und der macht den Fehler. David Coulthard mit dem Fehler. Let's go, letzte Runde dieses Rennens. Holen wir uns Platz 2. Nochmal anbremsen. David Coulthard innen. Junge, ist das geil. Ein bisschen zu weit rausgekommen, aber wir sind vorn. Wir sind vorn. Vor David Coulthard. Und was ein Glück, dass da Pedro Della Rosa den Motorschaden hat. Dadurch ordentlich Coulthard die Sicht versperrt. Hat da gar nichts mehr gesehen durch die letzte Kurve durch und hat dann den Schlenker auf Turn 1. Und Eddie Irvine natürlich unaufhaltbar in diesem Rennen. Jetzt nur noch keinen Fehler mehr machen hier in der letzten Runde. Aber ist das ein krasser Auftakt? Krasser Auftakt. Wir haben nur noch 13 Autos im Feld. Klar, jetzt durch den Ausfall haben wir nur noch 13.
durch den Motorschaden. Hier kommen knapp 10 Autos bald ins Ziel. Wie krass ist das denn? David Coulthard kommt da nochmal, aber das wird reichen. Grassmann, erstes Rennen und Ferrari 1-2 mit einem eigentlich unterlegenen Ferrari. Hat er dann doch besser performt als der McLaren Mercedes. Aber natürlich müssen wir das auch über die Saison tragen. Letzten beiden Kurven verschalten. Nochmal einen Gang zu viel runtergeschalten. Und da ist David Coulthard nochmal, der da nochmal Gas gibt. Junge, was reicht, es reicht. Oh Gott, ist das geil. Ist das geil, Mann. Junge, was für ein Auftaktrennen. Eddie Irvine gewinnt dieses Rennen. Mika Salo, Fahrer des Tages hier in Australien 1998. Und da ist unser Teamchef von Ferrari, Binotto. Jawohl, Eddie Irvine steigt aus. Wahnsinns-Performance von Ferrari. Auch von Eddie Irvine hier bei diesem ersten Rennen. Wahnsinn, was hat der da abgerissen da vorne? Ganz, ganz knapp. Ganz, ganz knapp auf den zweiten Platz. Oh, da wird sich David Coulthard ärgern. Da wird er sich ärgern. Schau mal, wie er reinschaut, wie er reinguckt. Und Eddie Irvine mit dem Pokal. Sei ihm gegönnt. Super stark gefahren. Das war doch mal ein Rennen. Das war mal ein Auftaktrennen. Und das ist das Rennergebnis, Leute. 1-2 für Ferrari, David Coulthard. Jacques Villeneuve wird dann Vierter, Ralf Schumacher wird Fünfter, Frenzen auf der 6. Wir schauen mal ganz kurz hier runter, wer jetzt alles ausgeschieden ist. Wir haben Barrichello, Fisichella, Häkkinen natürlich, Nakano, Wurz und Rossi ausgeschieden aus diesem Rennen. Sehr viele Ausfälle. Und damit können wir ins nächste Rennen gehen, das nächste Mal. Das macht richtig Laune, richtig toll. Ich hoffe, ihr fandet es auch gut. Dann gerne einen Daumen nach oben raushauen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.